Ich bin ziemlich weltfremd aufgewachsen, wie so ein bisschen märchenhaft, ja. So abgeschieden von der normalen DDR-Realität. In der Klasse waren wir drei. Wir sagten immer, wir waren verzaubert. Meine erste Bindung ist durch die Mauer kaputt gegangen. Man hat sich denn verabredet mit Briefen. Wir hatten uns drei Schwerpunkte gesetzt. Wir sind Familie. Der Kreis, der dort ist, übernimmt alle Funktionen vom Verreisen, vom Weihnachtenfeiern und so weiter. Wir sind mal eine ziemlich volle Kneiperin und die bröten gleich vom Tresen aus. Oh, wer hat denn den letzten Bus ausgekippt? Als ich zum ersten Mal in einer Schulenkneipe war, viele hielten mich da zu Anfang auch für einen Stasi-Mann oder Polizei. Und da bin ich also ganz schnell dahinter gekommen, dass es nicht die Polizei ist, sondern das war ein Herr, der meinte, gut angekommen. Wir wollten nicht nur verhaften, wir wollen auch helfen. Das hat er wirklich gesagt. Ich als Parteimitglied dürfe doch nicht schwul sein und das sogar noch propagieren. Ja, und dann nach 5 Minuten war ich raus und war aus der Partei ausgeschlossen und wusste, das war's. Einen Tag vor dieser Fahrt nach Ravensbrück wurde ich zur Polizei vorgeladen, zur Abteilung Erlaubniswesen. Dann wurde mir noch nachgerufen, diskriminieren Sie nicht die Opfer des Faschismus. Die wussten nur, sie sollten auf uns aufpassen und die machten so eine blöden Bemerkung wie, also euch würden wir nicht mal mit dem Stuhlbein ficken. Ich habe auch gemerkt, dass mir also meine Freunde wichtiger sind als dieser zu führende Verrat. Also das war schon, also wohl fühlte ich mich dabei gar nicht. Da haben wir Kirche beide eine Schwulenbewegung an den Hals gearbeitet, auf die wir eigentlich stolz sind. Ne? Das kann man so sagen. Das hat weltweit niemand geschafft. Unser Ziel war, ganz normal zu leben. Von vielen wurde das vielleicht auch als Duckmäuser oder als, naja, ihr macht nichts dagegen. Ich bin also nicht nur OV, ich bin mit Feindberührung. Ich habe eine Wanze in der Wohnung gehabt, die richtig besetzt wurde. Ich glaube, er hat ein bisschen geblutet, als er dann schließlich wieder zu uns kam. That march with the placard in Karl Liebknecht Straße in 1973 was probably the first ever gay rights protest in a communist country. Ho!